Aktivitäten. Wenn du dich mit Burkhard Heim beschäftigt hast, wenn du vielleicht schon ein paar Videos auf diesem Kanal gesehen hast, dann bist du früher oder später auf diesen Begriff gestoßen. Wenn dir immer noch nicht ganz klar ist, was Burkhard Heim damit eigentlich meinte, oder du das Thema noch einmal von anderen Perspektiven beleuchtet haben möchtest, dann guck dir dieses Video an. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre dir die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Wie du wahrscheinlich schon weißt, hat Burkhard Heims Modell der Welt 6 Dimensionen. In den 2 zusätzlichen Dimensionen X5 und X6 hat er die Begriffe Struktur und Ziel untergebracht. Alles, was sich in diesem Transbereich der Welt abspielt, das beschreibt Burkhard Heim mit diesem Begriff der Aktivitäten. Aber was genau meint er damit und wie muss man sich das vorstellen? Das möchte ich in diesem Video umfassend beleuchten, denn es ist ein ganz zentraler Aspekt der Heim-Theorie und allem, was daraus erwächst. Auf diesem Kanal stelle ich alle Aspekte der Heim-Theorie vor und verwandte Themen, die damit zusammenhängen oder damit begründet werden können. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib sie mir in die Kommentare. Wenn du den Kanal abonnieren möchtest, klicke unten auf den Abonnieren-Button und auf das Glöckchen, wenn du Benachrichtigungen für neue Videos bekommen möchtest. Was also sind Aktivitäten? Sind es so eine Art Elementarteilchen, Psi-Teilchen, Transteilchen, Gravitonen? Gehen wir mal einen Schritt zurück und veranschaulichen uns, was eigentlich der radikale Schritt war, als Burkhard Heim diese beiden zusätzlichen Dimensionen X5 und X6 eingeführt hat. Die Zeit. Das war für lange Zeit einfach nur eine zyklische Größe, wie die Änderung der Jahreszeiten oder die Mondphasen. Zeit hatte man, Zeit verflog, Zeit konnte man sparen oder man hatte eine gute Zeit. Erst mit dem Aufkommen der modernen Zeitmessung und der Naturwissenschaft wurde die Zeit etwas, das man auf einer linearen Achse aufgetragen hat, die man mit einem kleinen t bezeichnet. Dieser Prozess begann mit Descartes, Newton brachte es auf den Punkt, Minkowski verheiratete die Zeit mit dem Raum zur vierdimensionalen, flachen Minkowski-Welt, in der sich die spezielle Relativitätstheorie abspielt, und Einstein brachte es schließlich auf die Spitze, indem er die Raumzeit mit einer Riemannschen Geometrie beschrieb, also einer gekrümmten Geometrie. Heim machte nun etwas ganz Ähnliches mit den Begriffen Struktur und Zielrichtung. Struktur, der Begriff war immer etwas diffus, alle Dinge haben zwar eine Struktur, aber wir können keinen universellen Zusammenhang zwischen den Strukturen von Dingen erkennen. Jetzt bekommt der Begriff aber eine Ordnung, die unter bestimmten Umständen auch als Koordinatenachse zu deuten ist. Diese Achse hat zwar eine ganz spezielle Skala, nämlich eine syntrometrische Skala, aber Struktur ist damit auch so etwas wie geometrisiert. Man müsste vielleicht genauer sagen, syntrometrisiert. Die Bezeichnung für die 6. Dimension ist immer etwas verwirrend. Heim nannte sie ursprünglich das Äon nach der Begrifflichkeit von Hedwig Konrad Martius, aber das ist eher ihre kosmologische Bedeutung. Für die alltäglichen Vorgänge, die uns umgeben, hat sie eher den Charakter von Wille, Zielrichtung, Evolution oder kurz den Telos. Sie ist teleologisch. In der Entwicklung der Dinge die Wirkung einer teleologischen Kraft zu sehen, das war in allen philosophischen Schulen eigentlich gang und gäbe, bis zum Aufkommen des empirischen Positivismus Mitte des 19. Jahrhunderts. Dieser zog sich auf eine rein raumzeitliche, empirische Kausalität zurück, die allen anderen Dingen wie Psyche oder dem Bewusstsein ihre Realität absprachen. Und was Heim jetzt macht, ist nicht nur, diesen Begriff in die Naturwissenschaften wieder einzuführen, oder eigentlich tut er so, als sei er gar nicht abwesend gewesen, sondern er verleiht ihm zusätzlich auch wiederum eine Ordnung, eine syntrometrische Ordnung. Und damit kann man X6, kann man den Telos auch als eine Art Koordinatenachse deuten.
Nun haben alle Dinge in der Welt eine Struktur und eine Entwicklungsrichtung. Denn hätte ein Ding keine Struktur, dann gäbe es das Ding ja gar nicht. Und würde sich ein Ding nicht entwickeln, wie sollte es dann jemals sein? Aus diesem Grund haben alle Elementarteilchen immer auch Transkoordinaten. Und das allgemeine Zusammenspiel dieser Transkoordinaten, das heißt Aktivitäten. An jedes materielle Teilchen sind immer Aktivitäten gekoppelt. Und was genau bewirken die jetzt in der Materie? Sie bewirken eine Veränderung der Wahrscheinlichkeit ihrer raumzeitlichen Anordnung. Höher organisierte Materie, wie zum Beispiel ein Lebewesen, ist an Aktivitäten gekoppelt, die ein komplexes Netzwerk darstellen. Die Idee des Lebewesens ist aber kein Gebilde, das irgendwie aus Aktivitäten aufgebaut ist. Es sind eben keine Teilchen oder etwas derartiges. Es sind Terme von Organisation. Organisation ist eine physikalisch reale Größe, die Heim hier mit diesem Begriff belegt. Man könnte so denken, dass es Teilchen wären, weil es bei Heim ja diese vier Hermetrieformen gibt. A, B, C und D. Damit beschreibt Heim das Zusammenspiel von zyklischen Austauschprozessen zwischen sogenannten Metronenkondensationen. Diese können sich über verschiedene Gruppen aus den sechs Dimensionen erstrecken. Im Falle von Elektronen zum Beispiel, der Form D, sind alle sechs Dimensionen beteiligt und sind nur die Zeit x5 und x6 beteiligt, dann betrifft das die Photonen. Und manchmal bezeichnet man Photonen ja auch als Lichtteilchen. Das ist aber sogar im klassischen Sinne falsch oder zumindest unpräzise. Jedenfalls könnte man jetzt denken, dann sind Aktivitäten, die A-Terme, eben irgendwelche Transteilchen. Teilchen sind aber immer raumzeitliche Dinge, das heißt solche, die eine Ausdehnung im Raum haben. Photonen hingegen sind energetische Wirkung ohne räumlichen Charakter. Und Aktivitäten haben weder räumlichen noch zeitlichen Charakter, das heißt, sie sind weder Teilchen noch sind sie Energie. Eigentlich stellen sie Wahrscheinlichkeiten dar. Und diese Wahrscheinlichkeiten beschreiben Organisation, Struktur, und das ist gleichbedeutend mit Ideen. Heim benutzt diese drei Begriffe, Aktivität, Struktur, Idee, eigentlich synonym. Wenn ich jetzt sage, eine Struktur A ist komplexer als eine Struktur B, dann heißt das, dass die Aktivitäten, die diese beiden Strukturen ausmachen, in einem bestimmten Verhältnis stehen. Wenn ich eine Struktur C habe, dann steht diese auch in einem bestimmten Verhältnis zur Struktur A. Das macht aber noch keine Aussage darüber, wie sich die Strukturen und damit die Aktivitäten von den Strukturen B und C zueinander verhalten. Das ginge nur, wenn wir hier quantitative Mengen haben, das heißt Zahlen. Im allgemeinen Sinne kann man diesen Vergleich eigentlich nicht machen. Damit sind wir im Bereich der Syntrometrie. Aktivitäten sind also Dinge, die diese verwirrenden Eigenschaften haben. Im Transbereich der Welt begegnen uns keine Dinge, die aus Aktivitäten bestehen, keine Strukturen, die aus Aktivitäten bestehen. Aktivitäten sind Struktur und sie sind Ideen. Wie gesagt, verwendet Heim die drei Begriffe eigentlich synonym, nur haben Aktivitäten als der von ihm eingeführte Begriff einen ganz klaren physikalischen Charakter. Und der Begriff Aktivitäten begegnet uns bei Heim auch nie im Singular. Auf einem höheren Ordnungsniveau begegnen uns einfach Aktivitäten. Diese Aktivitäten, was wiederum gleichzusetzen ist mit Idee, das muss man immer im Hinterkopf behalten, wären auf einem tieferen Ordnungsniveau oder erscheinen auf einem tieferen Ordnungsniveau als getrennte Aktivitäten oder als getrennte Ideen. Aber der Begriff Aktivitäten ist genau wie Struktur und Idee immer ein holistischer Begriff, den man nicht weiter zerteilen kann. Das ist das Verwirrende an der fünften Dimension und an ihren Ordnungszuständen. Natürlich hat man seinen Sprachgebrauch,
Auch Haim hatte seinen Sprachgebrauch und ich habe den. Und so sagt man einfach ab und zu, Ideen sind aus Aktivitäten aufgebaut. Einfach weil es einfacher ist, sich das dann vorzustellen. Man muss aber immer diese eigentliche Identität im Hinterkopf behalten. Zum Schluss möchte ich noch sprechen über den Begriff der sogenannten Aktivitätenströme, die auch durch Syntroklinen beschrieben werden können. Syntrokline, das enthält den Wortstamm von klinein, das heißt sich neigen, weil eine Syntrokline ein metaphorischer Kanal ist, der entlang der Organisationsrichtung geneigt ist, deswegen Syntroklin. Entlang der Syntrokline ändert sich das Ordnungsniveau. Wenn ich jetzt sage, Aktivitäten strömen, dann heißt das, dass Aktivitäten, also A-Terme, eine bestimmte Transformation durchmachen, die einem bestimmten Pfad folgt. Und die Metapher für diesen Pfad, der ist diese Syntrokline. Dieser syntrometrische Pfad, der wird gewissermaßen ausgetreten, weil zum Beispiel in einem Lebewesen die Transformation der Ideen immer einem gleichen oder sehr ähnlichen Pfad folgt. Es ist natürlich kein irgendwie gearteter Kanal, durch den etwas strömt wie Wasser. Es ist ein Pfad, entlang dessen sich Ideen auf eine gleiche Weise transformieren. Haim hat diese Begrifflichkeiten noch weiter getrieben, indem er sagte, Syntroklinen adaptieren an oder Syntroklinen lösen sich von, bei der Beschreibung von Bewusstseinsprozessen. Das ist einfach sehr anschaulich, sich das so vorzustellen. Und ich versuche das ja immer auch auf diese Weise ein bisschen künstlerisch zu illustrieren. Man muss sich aber immer vor Augen halten, was eigentlich die unmittelbare Anschauung ist, nämlich die Transformation von Ideen. Wenn du so willst, dann sind all diese Begriffe hochabstrakte mentale Strukturen, mit denen über einfachere, konkretere Strukturen reflektiert wird, innerhalb unserer eigenen Ideen, innerhalb unseres eigenen Bewusstseins. Jetzt hoffe ich, dass du nicht verwirrter bist als am Anfang und eine bessere Vorstellung davon hast, was Burkhard Haim mit diesem Wort Aktivitäten meinte. Oder vielleicht hast du zumindest eine bessere Vorstellung davon, was er nicht meinte. Lass uns das Thema gerne in den Kommentaren weiter diskutieren. Vielleicht mache ich auch noch weitere Videos dazu. In jedem Fall ist es wichtig, dieses Konzept der Aktivitäten zu verinnerlichen, denn daraus bestehen unsere sechs Dimensionen in Farbe.